Und nun fällt bereits eine Vorentscheidung. Lu Yun aus China mit der höchsten Vornote von 9,875. Er war siebter im Einzelmehrkampf. Und damit bester chinesischer Turner, 23 Jahre alt. Achtung jetzt. Kleiner, kräftiger Turner, 1,59 Meter groß, wiegt etwa 61 Kilo. Ein glänzender Springer beim Pferdsprung, Olympiasieger 1984, aber bleiben wir bei seiner Bodenübung. Schwierig, diese Sprungverbindungen, Sprung rückwärts, Sprung vorwärts. Übungsteile höchster Schwierigkeit, also sogenannte D-Teile. Ja, und jetzt noch eine gute Bahn zum Schluss und zum Stand. Doppelsalto gebüxt, gehabt. Ja, das war doch was. Viel Beifall. Hier dieser erste Sprung. Salto gegrätscht, mit anschließendem Salto gestreckt. Der Höhepunkt zweifellos, diese erste Sprungbahn. Salto seitwärts, schnelle Folge von Klickschlag und Doppelsalto. Der Doppelsalto ist zum Schluss und hier, das ist zweifellos eine Überraschung für mich, eine 10. Ja, damit ist er bereits Weltmeister. Damit ist er in diesem Finale von keinem der übrigen Turner mehr einzuholen.